Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Road to 99 Slay. Wir beginnen die Folge mit einem Slayer-Task, denn ich bin mit dem letzten Slayer-Task von letzter Folge leider nicht Level 18 geworden. Und da musste ich noch leider den nächsten machen und das war ein Hundetask und der war richtig meh. Das hat halt richtig genervt, weil in Ardognen gibt es diese komischen Hunde und die sind halt so verteilt, sind so vier Stück, zwei auf jeder Seite von diesem Haus. Und dann mussten die ganze Zeit hin und her laufen und ja. Genau, das war halt so ein mega lame Task sozusagen. Also normalerweise skippt man den, aber leider sind die ja noch nicht so weit, dass wir skippen können. Und momentan sind sowieso alle Tasks voll schlecht. Oh ja, das war der Task und dann geht's weiter mit dem Quest. Jo, dann kommen wir zur tierischen Anziehungskraft. Wir fangen an beim Draenor Magnetiten und laufen gleich mal zur Mansion von Draenor, zum Herrenhaus also. Und dann finden wir hier so eine komische Ava, wenn wir alle Questvoraussetzungen erfüllen. Du wirst von der einfach anreden, die sagt so, ja, die braucht ein neues Bett. Und die wird uns auch eine coole Belohnung geben, wenn wir ihr helfen. Für das Erste sagt sie, sie braucht ein untotes Huhn, also am besten gleich zwei, damit sie gleich was für, also als Belohnung machen kann. Und ja, dafür müssen wir jetzt erstmal nach Canifies und auf diese untote Farm. Und dann müssen wir mit dieser Frau reden in dem Haus. Und ja, dann beginnt das Hin- und Herlaufen, denn sie sagt so, ja, du musst mit dem Mann reden, der ist nämlich ein Geist, der ist tot und sie kann nicht mit Geistern reden, weil man ja nur mit Geistern reden kann, wenn man das Geistamulett hat. Und das haben wir ja. Ja, und dann müssen wir jetzt hin und her laufen, die ganze Zeit. Ja, nach einiger Zeit sagt sie, sagen wir eher, dass wir keinen Bock mehr haben. Und dann sagt sie, ja, es gibt da so eine Frau, die hat da irgendwas Magisches mal gemacht oder so. Die kennt sich aus mit diesen Geistamuletten. Und das ist gleich östlich vom Turm der Berserker. Ist so eine kleine Hütte, da müssen wir mit der komischen alten Frau reden. Und die macht dann aus unserem Geistamulett noch ein zweites Amulett, also so ein Altweiber-Amulett. Das ist dann genau für diese Frau da, glaube ich, oder für den Mann. Keine Ahnung, irgendwie so. Für einen von den beiden, damit sie sich endlich gegenseitig einfach also miteinander reden können, ohne dass wir die ganze Zeit hin und her laufen müssen. Als Übersetzer sozusagen. Genau, dann bringen wir das Amulett zu der anderen. Genau. Wir müssen es mit dem Mann benutzen. Ja, fail! Ja, und sobald wir das gemacht haben, dann kommt eine kleine Zwischensequenz, weil wir die Hühner ja wollen. Und wir haben ihr Problem jetzt gelöst. Genau, in der Tischsequenz versucht jetzt das komische Hühnchen zu fangen. Da kommt irgend so ein anderer Schmungelort und killt eine Kuh. Glaube ich. Ja genau, jetzt kommt die Kuh, jetzt kommt der andere Mongo. Mit der coolen Runit-Darok-Axt. Denke ich so, what the fuck? Ist auch nicht schlecht. Genau, dann kommt das Hühnchen in den Sack. Eigentlich hätte es zwei sein sollen, aber naja. Jo, dann haben wir die Hühner. Und können dann zum nächsten Punkt weitermachen. Also beim nächsten Punkt weitermachen. Ja, und dafür brauchen wir übrigens die 20 Hektomarken. 10 Stück für ein Huhn. Und ja. Jo, dann gehen wir mal zurück zu Ava und sagen ihr, wir haben den Stoff. Und dann sagt sie uns, ja, ich brauche noch mehr Sachen. So, und jetzt hat sie uns gesagt, dass wir den Magneten brauchen müssen zur Hexe. Ich bin leider den falschen Weg gelaufen. Ich dachte zur falschen Hexe. Und es ist einfach nur die Hexe im Herrenhaus von Draenor. Die gibt uns einen Magneten und mit dem müssen wir jetzt nach Rimington und nach Norden schauen. Also praktisch der Charakter muss nach Norden gucken. Und da müssen wir dann auf den Magneten einhämmern, damit der gepolt wird sozusagen. Und ja, dann sobald er gepolt ist, können wir dann wieder zurück zu Ava gehen, weil wir jetzt den funktionierenden Magneten haben. So, als nächstes sagt sie uns, wir müssen ein Stück magisches Holz, also ja, magisches Holz bringen. Und das ist von diesen Bäumen, die vor dem Draenor-Haus rumstehen, die einem angreifen, wenn man vorbeiläuft. Und du müsst jetzt versuchen, das Ding jetzt abzuhaken mit der Methyl-Axt. Und das wird nicht klappen. Also müsst ihr da noch einmal probieren. Da steht, das geht nicht. Dann geht wieder zurück zu Ava. Und ich sagte uns, ja, der Turael oder so, der kennt sich damit aus. Und dann müssen wir jetzt erstmal nach Tavelay. Und dort die Axt verzaubern lassen. So, bei Touré lang gekommen, reden wir einfach an wegen dem Abenteuer, tierische Anziehungskraft.
Da sagt sie, ja, geben Sie mir den Metilax, ein heiliges Ding, und dann mache ich ihn eine. Dann mache ich schnell so ein Dingensch. So eine heilige Axt. Ja, dann müssen wir wieder zurück zum Herrenhaus von Draenor. Und ohne Probleme die kleinen Baumstämme abholzen. Ja, dann gehen wir mit den Zweigen zu Abba. Und sind dann auch schon fast fertig. Wir müssen jetzt einfach nur das Zeug abgeben. Und jetzt kommt hier der tricky Part mit den Plänen. Und dann muss man einfach nur 1, 2, 3 machen und dann hat man schon. Genau, dann sagt sie uns, ja, gut, jetzt macht alles Sinn. Wir setzen alles zusammen mit den polierten Knöpfen und dem Sack. Und fertig!